Ich bin's. Ist schon eine Ewigkeit her, dass du hier warst. Besuchst du mich mal? Erstmal oben ein bisschen sauber machen. Lass mal den tauben Rotz da weg. Oh, oh, ist das ätzend. Ist das ätzend. Wenn wir irgendeine Kacke gemacht hätten. Aber nein, nur weil irgendwelche Milliardäre in London da sagen, ihr müsst raus. Ey, das ist einfach... Das macht einfach keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Macht ihr ein neues Syndikat auf? Nee. Ja, wenn wir Räume finden, sofort. Was? Wenn wir Räume finden, sind wir sofort dabei. Bezahlbar. Aber es gibt einfach nichts im Moment. Sobald wir was finden, machen wir, natürlich. Ja, aber hier ist ein Rohr, keine Ahnung. Wir müssen das hier... Leute drauf getanzt, ich habe auch Beweisfotos. Könnt ihr euch an den Abend erinnern, wo Stefan und ich hier zu Britney Spears performt haben und auf dem Tisch, der jetzt im Gemeinschaftsraum steht, beide mit dem Kopf im Ventilator hingen? Das ist lange her, ne, mit Stefan Hahn. Ja. Wirklich gut zu machen, ja. Hast du den ganzen verkloppen? Nein. Dirk zu Anna in die Küche, an den Tisch sind Anna noch nicht zusammengekommen. Dirk und Anna abgeschraubt, der geht in die Küche, deswegen haben wir auch Barhocker jetzt. Weil wenn man den kürzt, dann wackelt das ja mit Sau. Nein, den nehmen wir mit und der wird in der Küche angeschraubt und dafür bei den dann Barhocker. Stefan braucht auch nichts mehr, wa? Das ist ganz stetig und so. Da sind wir zusammengekommen an dem Tisch. Kannst du mal bitte rangehen? Ich weiß, dass gerade wahrscheinlich viel bei dir los ist. Und es ist auch viel bei mir los. Aber heb doch einfach mal bitte ab. Weißt du, von dem einen Moment auf den anderen ist dein ganzes Zeug bei mir und jetzt ist alles weg. Und du auch. Und gibt es bei euch schon Neuigkeiten? Oder? Wir wissen noch gar nichts Neues. Also das ist jetzt auch immer weniger, wie wir planen sollten. Ja, eben. Das ist das Schwierige auch bei den Buchbestellungen. Muss man jetzt genau gucken, was kann man wohl noch gebrauchen, was wohl nicht und so. Das ist eben echt schwierig, die Auswahl da zu treffen. Und wir können auch nicht mehr so viel bestellen. Das ist, wir können uns jetzt ja schlecht den Laden so voll machen, ne? Ja. Das ist alles nie einfacher. Ach, scheiße. Ja, ist es auch. Ist es wirklich. Na gut. Aber Mittwoch ist ja auch nochmal eine Kundgebung, ne? Wann macht ihr die? 6:30 bis 9:30 geht es. Mit Musik. Okay. Na dann sehen wir uns erstmal morgen. Ja. Super, danke. Okay. Jo, tschüss. Man weiß auch gar nicht, was dann hier reinkommen soll. Nee. Also das ist so wichtig hier in der Oranienstraße, dass hier so ein Buchladen hat. Das ist, wenn man alles aus öffentlicher Hand gibt. Ne? Das ist das Problem. Damit hat Berlin ja angefangen. Ja, natürlich. Und dadurch haben wir das selber gar nicht mehr in der Hand. Nee. Sind die Gesetze noch so blöd, also muss man wirklich sagen, dass es keinen Gewerbeschutz gibt und dadurch ist die ganze Situation so schwierig. Ja, es muss Gewerbeschutz geben. Müsste es. Ja. Und sagt, ihr seid doch hier seit 20 Jahren oder 30 Jahren. 23 Jahre. 23 Jahren gibt es Kisch und Co. Ja, so lange. Hallo. Das ist jetzt mein zweiter Versuch, dir eine Nachricht zu hinterlassen. Und eigentlich weiß ich noch immer nicht so richtig, was ich sagen soll. Können wir vielleicht nochmal reden? Ich meine, wie geht's denn jetzt weiter? Okay, hallo. Als erstes, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das bedeutet uns unglaublich viel. Das gibt uns die Kraft, dass wir überhaupt hier weitermachen. Vielen Dank. Wir haben eine Räumungsaufforderung bekommen zum 19. Juni. Die haben wir erstmal ignoriert. Das war auch sehr schön, dann haben wir hier die ganze Veranstaltung gemacht. Uns war aber die ganze Zeit über klar, dass der nächste Schritt, nämlich die Räumungsklage, ziemlich wahrscheinlich ist. Und dieser Fall ist jetzt auch eingetreten. Wir haben gestern die Räumungsklage. Ja, das ist schon was anderes, wenn man weiß, so theoretisch, das kommt irgendwann. Und wenn es dann da ist, ist schon was anderes. Das ist aber gestern gewesen. Und heute sehe ich es inzwischen wieder anders. Wir werden hier nicht kampflos rausgehen. Wir werden uns wehren mit allen Mitteln und Möglichkeiten. Wir wollen wissen und werden das auch rausbekommen, wer steckt eigentlich dahinter? Wer ist dafür verantwortlich für diese Schweinerei, die mit diesem Haus passiert? weil wir so verwurzelt in unserem Kiez sind, weil die Unterstützung so groß ist. Deswegen steht hier diese Scheiße. Und wenn das die einzige Antwort ist von einem Senat, der Sachen plakatiert hat, wie die Stadt gehört euch oder die Häuser denen, die drin wohnen, und der jetzt hier mit so einer Polizeistaatscheiße reagiert, dann kann man nur sagen, fuck off. Für ganz Berlin, nicht nur für kleine Ausnahmebereiche. Wir fordern auch einen Milieuschutz für Kleingewerbe, weil auf dem Markt ist man völlig dem Markt ausgeliefert. Bevor ich gehe, muss ich noch schließen mit die Kneipen denen, die drin saufen. Die Kneipen denen, die drin saufen. Die Kneipen denen, die drin saufen. Die Kneipen denen, die drin saufen! Das kann's doch nicht sein. Wie kann ich nur so blöd sein und dir alles glauben? Aber anscheinend hast du ja alles getan. Einen Scheiß hast du. Weil mal ganz ehrlich, wenn das so wäre, warum bist denn du dann jetzt nicht da? Hm? ich weiß, ist schon lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich habe damals gesagt, dass es mir egal ist. Aber das stimmt nicht. Seitdem du weg bist, ist es schon irgendwie still und kalt. Als du noch da warst, da war irgendwie immer was los. Ist komisch, dass man das erst dann merkt, wenn es nicht mehr so ist. Ansässige Buchhandlung Kisch und Co. steht vor dem Aus. Der Inhaber, Herr Willenbrock, wird heute vor dem Landgericht Berlin auf Räumung verklagt. Anfang 2020 wurde das Gebäude an den Immobilienfonds Victoria Immo Properties 5 aus Luxemburg verkauft. Verhandlungen über einen neuen Mietvertrag scheiterten. Gegenüber anderen Mieterinnen und Mietern im Haus wurden Mietsteigerungen von 13 auf 38 € pro Quadratmeter angekündigt. Seit Juni 2020 hat die Buchhandlung keinen Mietvertrag mehr und erhielt im August 2020 die Räumungsklage. Wird der Räumungsklage stattgegeben, steht Herrn Willenbrock eine Berufung zur Verfügung. Die jedoch hat keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Räumung. Ein Urteil wird in 2 Wochen erwartet. Prozess gegen Autorase. Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Keine Ahnung, wen du an dem Abend gesucht hast, aber gefunden hast du mich. Weißt du noch? Du hast mich angeguckt, du bist einfach auf mich zugegangen und dann hast du ganz erleichtert gesagt, du bist es. Ja.